Seid ihr herzlich willkommen. Ein Tageshoroskop nach indischen Astrologie. Die vedische Astrologie berücksichtigt, dass der Frühlingspunkt verschiebt sich. Aus diesem Grund ist das eine andere Berechnung. Wenn du wissen möchtest, in welchen Tierkreiszeichen du geboren bist nach vedischen Astrologie, unter diesem Video befindet sich eine Tabelle und kannst du nachschauen. Ich beginne mit Tierkreiszeichen Widder, symbolisiert auch ein Neuanfang. Nach vedischen Astrologie bewegt sich hier Uranus. Und das bringt Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Mars schickt Energie für die Wiedergeborenen. Das kommt von außen. Jemand gibt uns Kraft oder eine männliche Person nähert sich. Und was noch nähert sich zum Wiedergeborenen, und dazu gehöre ich auch, ich bin auch in Tierkreiszeichen wiedergeboren, auch in westlichen, aber auch in die indischen Astrologie, also bei beiden Berechnungen. Also wir haben Einfluss von Mars. Aber was noch nähert, das ist eine gute Nachricht oder ein wichtiges Gespräch oder ein Vertrag oder Verträge. In einer rechtlichen Lage haben wir wiedergeborenen Glück. Hier klärt sich etwas auf. Was die Liebepartnerschaft betrifft, fehlt ein bisschen die Struktur oder die Sicherheit und Stabilität. Aber bald kommt hier auch die Leichtigkeit und Verbesserung. Die Tierkreiszeichen Stier. Hier bewegt sich Rahu, die aufsteigenden karmischen Knoten, und zeigt karmischen Themen eine neue Richtung. Und hier kommen auch die Veränderungen. Eine gute Nachricht erwartet die Stiergeborenen. Sie haben Glück in die Liebepartnerschaft und hier stabilisiert sich etwas. Aber sie erleben gerade noch Ungerechtigkeiten. Die Tierkreiszeichen Zwillinge. Hier bewegt sich kein Planet. Aber Jupiter schickt Energie von außen. Und das sind Ereignisse, was von außen kommt. Glück, Gerechtigkeit, Chancen, Möglichkeiten, gute Angebote. Was die Liebepartnerschaft betrifft, da zweifeln die Zwillingsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Krebs. Hier bewegt sich kein Planet, aber die Krebsgeborenen bekommen Energie von außen, also Einflüsse von außen, von Mars. Das gibt Kraft oder nähert sich einer männlichen Person. Venus schickt auch Energie und das ist die eigene Weiblichkeit. Bei Männern betrifft natürlich die Herzensdame. Also wirkt auf die Liebepartnerschaft Mars und Venus. Saturn schickt Energie und hilft dabei, etwas hier stabilisieren, besonders was die Familie betrifft oder die Liebepartnerschaft betrifft. Und hier kommt noch Energie gerade von Mond und das aktiviert die Gefühle, die Wünsche, die Träume, die Sehnsüchte. Und das kommt alles von außen. Also jemand vermittelt das. Eine gute Nachricht nähert auch zum Krebsgeborenen. Und in die Liebepartnerschaft ist sehr viel in Bewegung, aber die Krebsgeborenen brauchen die Balance, die Gleichgewicht, ein Entgegenkommen, Liebe annehmen, aber auch zeigen. Die Löwengeborenen. Hier bewegt sich gerade kein Planet, aber die Löwengeborenen bekommen Einfluss von außen, von Jupiter und von Mars. Jupiter bringt Glück und Mars
gibt Energie, also jemand stärkt dich. Oder kann auch eine männliche Person sein, was die Kommunikation betrifft oder Liebepartnerschaft betrifft. Hier ist noch eine innere Ungewissheit oder Zweifel, aber wichtig ist, in Kraft zu bleiben, auch bei inneren Kraft davon überzeugt zu sein, dass hier Glück sein wird in die Liebepartnerschaft. In einer rechtlichen Lage muss noch etwas anschauen oder überprüfen. Die Zeichen Jungfrau. Hier bewegt sich kein Planet, aber die Jungfrau Geborenen bekommen Einfluss von außen. Das ist die Sonnenenergie und die Merkurenergie, also wichtigen Gesprächen. Und hier kommen klärenden Gesprächen. Und Sonne zeigt auch die Wahrheit oder wie wichtig das ist, etwas noch anschauen oder überprüfen. Die Zeichen Waage. Hier bewegt sich auch kein Planet, aber die Waage-Geborenen bekommen auch Einfluss von außen, von Jupiter und von Saturn. Jupiter bringt Glück, Chancen, Möglichkeiten und Gerechtigkeit. Und Saturn überprüft das, bringt etwas in Ordnung, kann aber noch Einschränkungen auch bedeuten, wobei diese Saturn-Energie fühlt sich gut bei Zeichen Waage. Die Tierkreiszeichen Skorpion. Hier bewegt sich die absteigenden karmischen Knoten Ketu und aktiviert die Gefühle, die Vergangenheit, die karmischen Erinnerungen und all das in Wasserelement, was auch die Gefühle symbolisiert. Eine gute Nachricht und Glück in die Liebepartnerschaft erwartet die Skorpiongeborenen. Aber in einer rechtlichen Lage ist noch etwas undurchschaubar, etwas noch unsicher oder gibt es noch Einschränkungen, Verzögerungen. Die Tierkreiszeichen Schütze. Hier bewegt sich gerade kein Planet, kommt auch kein Einfluss von außen. Aber was sich nähert, das ist eine gute Nachricht. Und bald können die Schützengeborenen etwas in Ordnung bringen, kommen mehr Leichtigkeit und können sie etwas klären, aber nicht im heutigen Tag. Die Tierkreiszeichen Steinbock. Hier bewegt sich einiges, Mars und Venus. Und das hat einen starken Einfluss auf die Liebe, Partnerschaft. Mond bewegt sich gerade auch im Steinbock und aktiviert die Gefühle. Und Saturn, der Schicksalsplanet, bringt schicksalhafte Veränderungen bei Steinbockgeborenen. Und Pluto zeigt die innere Kraft und diese Macht. Außerdem diese Überzeugungskraft, dass alles gut ausgeht. Gute Nachricht erwartet die Steinbockgeborenen und in einer rechtlichen Lage mehr Leichtigkeit, mehr Bewegung. Und wenn du etwas als ungerecht empfunden hast, dann löst sich das alles auf. Also du kannst es auch klären oder loslassen. Die Zeichen Wassermann. Hier bewegt sich Neptun und Jupiter. Und das bedeutet, die Träume, die Sehnsüchte, die Wünsche, das ist Neptun-Energie. Aktiviert aber auch die Intuition und Inspiration. Also wirkt etwas auf die kreative Tätigkeit. Und Jupiter bringt Glück, Chancen, Möglichkeiten und Gerechtigkeit bei Wassermann-Geborenen. Eine gute Nachricht nähert sich und mehr Stabilität in die Liebe-Partnerschaft. Und die Fischen-Geborenen. Hier befindet sich Sonne und Merkur. Sonne zeigt die Monatsthemen, das ist die
Fischen Energie, also die Gefühle, die Transformation, Verabschieden von Angst und die positiven Gefühlen, Leben, die Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Lebenskraft, Lebensfreude, Vertrauen und Liebe. Und so kommt alles in eine fließende Bewegung. Und Merkur hier belehrt uns auch. Vertrauen, das Fluss des Lebens. Aber Merkur bedeutet auch noch Lernen oder die Kommunikation. Und das trifft gerade die Fischengeborenen und vor allem über Gefühle zum Sprechen. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, alles Gute und alles Liebe.